So, willkommen bei meinem nächsten Let's Play, was ich auf keinen Fall nicht allzu ernst nehmen sollte. Und zwar spiele ich das härteste Alex-Spiel, das es gibt, und zwar Kommissar Alex in der Wüste. Ein Spiel von Bavias. Oder, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, ist. Auf jeden Fall. Ja, ein Spiel von Davias, und zwar ist das härteste und anscheinend auch mega schlechteste Alex-Game, was es gibt, und das will ich jetzt einfach mal probieren. Also, mal sehen, wie lange ich brauchen werde, weil... Verdammt, diese Brillendiebe werden immer schlimmer, wenn das so weitergeht. Hat bald die ganzen Menschen nichts mehr, womit sie lesen kann. Okay. Hält braune Haare, Bild mit schwarze Haare. Was ist das da oben? Oh nein, das sind Monster. Ich muss sie aufbreiten, bevor sich meine geheimen Dokumente stehlen. Okay. Was wird das, wenn es fertig ist? Okay. Wie besiege ich Aliens? Okay, bis... Ein Haufen Gegner gleich am Anfang. Aber mit der geilsten Musik. Au! Scheiße, wie viel halte ich noch in... Na... Ah! Okay. Ah. Okay. Erster Fehlschlag und... Jetzt wird ganz schnell... Hat das da oben eventuell was damit zu bedeuten? Habe ich Equipment? Kommissar, Schwert, Schild, Jacke, Hose, gut. Wenn das... Bild des Kommissar, da ist es. Ich Schaden mache, und wenn das Bild der Alien da ist, ich die Schaden machen. Wenn dem so wäre, dann ist das noch gar nicht so extrem schwer, auch wenn das extrem viele Aliens sind. Auch wenn der Monster sagte, das sind eindeutig haufenweise ETs. Oder andere Monster. Alien vs. Kommissar Alex. Ja. Zur Erläuterung. Warum hat es das Alex-Game? Es gab mal eine Zeit, da hieß jeder in einem RPG, jeder zweite Held Alex. Und meistens dann auch noch, der Rest Carol oder Brian. Mittlerweile ist es fast schon verboten, in seinem Spiel den Hauptcharakter Alex zu nennen. Naja, fast. Okay, wie lange werde ich für die Aliens noch brauchen? Au! Okay, noch das letzte Alien. Stirb, E.T. Jetzt muss ich erstmal sauber machen, damit niemand sieht, wie dreckig das hier ist. Ah. Habe ich schon erwähnt, dass das Let's Play nicht unbedingt lang werden wird? Ich glaube, das Spiel hat gerade mal 17 Karten. Und es ist eine Aneinanderreihung von haufenweise Minispielen. Ja, wer sind denn die? Wer seid ihr? Was ist hier los? Überall sind Monster und wollen mich alle umbringen. Ich verstehe das alles nicht, wie der heult. Kristallwächter, geh am besten mal zum Dorfältesten und hol dir das heilige Schwert. Damit musst du den Verräter töten. Kann ich diesen Schmerz beenden? Kann ich dann mein Schicksal erfüllen? Ich bin doch nur ein einfacher Kommissar. Keine Sorge, traue in dich selbst und benutze die Geheimdokumente. Wir werden über dich wachen. Geh jetzt. Oh Gott, ich fühle mich ziemlich verarscht. Die heiligen Kristalle sind eine Die heiligen Kristalle sind eine Brille eingefasst. Die Aliens und Menschen wollen sie stehlen, um die Welt unterjochzen. Deshalb Brillendiebe. Das hört sich jetzt schlimm an, ich muss sie retten. Sei vorsichtig, du musst aufpassen, dass viele Aliens, die dich töten und zerfressen wollen. Keine Sorge, ich bin stark genug, um es mit diesen Aliens aufzunehmen. Du bist der Auserwählte, du musst die Welt von den bösen Menschen retten. Je besser es ist später. Okay. Hier sieht es unordentlich aus. Aus, tut mir leid, ich bin nur ein einfacher Kommissar, ich kann nicht mehr leisten, weil ich nicht so viel Geld verdiene. Irgendwie bin ich total verarscht. Ja, das Projekt
was antreibt, so einen Mist zu überhaupt machen. Und zwar ist es so, es soll insgesamt dann 4 Teile geben. Erster Teil, einfach nur aneinander reingefahren. Minigames, zweiter Style, Teil, Kampfsystem und Sidequest, dritter Teil, eine ordentliche Storyline und der vierte Teil soll ein grandioses Game werden. Und da freue ich mich irgendwie drauf, aber bis jetzt. Und es soll ein leichtes Fun-Game werden. Mal sehen, was jetzt kommt. Beverly Hills Cop. Du bist ja Kommissar Alex. Ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet, um es dir heimzuzahlen. Verdammt, Ninja-Football-Spieler. Ich werde sie niemals aus ihren dunklen. Ich werde niemals eure dunklen Machenschaften unterstützen. Du törichter Narr, wir können diesen Erdteil beherrschen. Gib uns die geheimen Dokumente. Niemals, du verdammte Ninja-Football-Spieler. Okay. Oh, nein. Jetzt spielen wir Fußball mit dir und deinem Kopf. Au. Okay, ein Treffer tot und Scheiße, waren das viele Ninja-Football-Spieler. Okay, was sag ich denn jetzt? Ich mache den ersten Part und nur 10 Minuten, bevor ich mich hier vom Lachkrampf selbst umbringe. Okay. Scheiße. Okay, schneller. Wie soll man so viel Footballspieler, Ninja-Footballspielern, um zu sagen, ausweichen? Okay, und jetzt nochmal. Wieso renne ich nochmal in die Wohnung rein? Okay, ausgewichen. Oh, scheiße. Noch mehr. Scheiße, dann die Bäume komme ich nicht vorbei. Es sind ganz viele Footballmans. Ups. Obwohl. Wieso nicht? Let's rock it! Ich weiß nicht wohin, aber es sind zu viele Footballmans. Ich muss ihnen allen ausweichen. Ich will in die Küche, aber ich kann nicht rein. Und der jetzt hat mich schon wieder ein Footballman erwischt. Diese verdammten Ninja-Footballmans. Es geht los, renn um dein Leben! Scheiße, Bullshit, dies. Wie zur Hölle soll man das schaffen? Aber wenigstens passt die Mucke. Okay, hier bin ich einigermaßen sicher. Okay, runter. Links, hoch. Scheiße, rock. Jetzt bin ich wieder einigermaßen sicher. Renn um dein Leben, Alex. Scheiße, noch mehr Footballmans. Ninja-Footballmans. Ich kriege... Oh. Hier ist es sicher, die Ninja-Football-Spieler sind zu langsam, um hier reinzukommen. Felsengeist, ich vermisse meine Frau. Wo kann sie noch sein? Vielleicht haben sie die Football... Okay. Ah, da ich jetzt zu lange warten eingesperrt bin, suche ich jetzt einen Stein. Einen Stein, der hier irgendwo in der... Da ist ein kaputtes Schloss. Komme ich hier rein? Nein. Da ist... Laputa, ein fliegendes Schloss. Leider hilft mir das auch nicht weiter. Aber hier ist ziemlich Footballman-Spieler frei, fällt mir auf. Ha, hier sind... Spielen wir Football mit meinem Kopf. Nein, ich will nicht nochmal von Anfang an. Okay, wo war ich? Renn. Autsch. Ihr verdammten Ninja-Football-Spieler aus dem Weg. Hier komme ich. Tama-chan. Mit meinem Kopf wird Fußball gespielt, aber was soll's. So, weiter, noch ein Versuch. Die verdammten Footballspieler, vielleicht in ihrem Lager, wenn das ihr Lager sein darstellen soll. Okay, jetzt bin ich wieder, sagen wir mal, einigermaßen sicher. Ich habe aber den Stein immer noch nicht gefunden. Ich suche einen Stein. Stein, ist das der Stein? Danke, dass du mich freit hast. Er wird dich reinlassen, gut. Jetzt muss ich es schaffen, lebend irgendwie wieder hier rauszukommen. Hoffentlich gibt es hier irgendwo einen Ausgang. Ja, den gibt's. Und ich bin so langsam aber sicher wieder am Anfang. Und man. Haufenweise Footballspieler. Scheiße. Ja. Willkommen. Die nächste Let's Challenge. Spiel Alex durch, ohne einmal zu sterben. Oh, die kommen mir nicht gut. Okay. Hier mache ich jetzt erstmal für heute Schluss. Da, 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 da.